Hassan, erzählen Sie uns, wie groß ist die Vorfreude auf den neuen Job? Ja, riesig, denke ich. Das ist, was ich mir immer gewünscht habe und als mich Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß angerufen haben und mich gefragt haben, ob ich Sportdirektor werden möchte, habe ich natürlich sofort gedacht, ja, habe natürlich gesagt, dass ich das mit meiner Familie absprechen möchte und mit meiner Kinder, meiner Frau. Und klar waren wir uns alle einig, dass das ein Job ist, was ich machen möchte. Ich denke, ich kenne den Verein sehr gut, habe hier 9 Jahre gearbeitet oder gespielt, habe den FC Bayern als einen besonderen Club, als eine Familie kennengelernt. Das war auch für mich kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Familienanschluss sozusagen und freue mich sehr auf meine Aufgabe. Also diese neue Aufgabe als Sportdirektor, was genau reizt Sie an diesem Posten? Oh, alles, was meine Aufgabengebiete sind, natürlich erstmal mit den Jungs zu arbeiten. Wir haben einen der besten Kader der Welt, wir haben einen der besten Trainer der Welt und genauso unsere Vereinsführung ist sensationell. Und wenn wir, sage ich mal, alle an einen Strang ziehen, dann haben wir eine große Chance, ganz große Erfolge zu feiern. Und das ist natürlich das, was mich reizt, dass wir alle im Wohle des FC Bayern München arbeiten und wieder dahin kommen oder wenn möglich ist, so viele Titel gewinnen, wie es nun gibt. Sie haben es ja eben schon angesprochen, Sie kennen den FC Bayern schon bestens als Spieler und in den letzten Monaten auch als Botschafter. Jetzt diese neue Aufgabe als Sportdirektor. Wie werden denn die nächsten Tage, die nächsten Wochen für Sie aussehen? Sicherlich turbulent, sage ich mal, aber da freue ich mich drauf. Man kennt mich, wie ich als Fußballer war. Ich habe immer 100% gegeben, immer Vollgas und genauso werde ich meine Aufgabe als Sportdirektor hier anpacken. Möchte natürlich alles anschauen erstmal. Ich kenne die Strukturen, ich kenne den Club, aber natürlich ist das alles ein wenig größer geworden, in Anführungsstrichen, als ich da gespielt habe. Und deswegen freue ich mich auf die Aufgabe, möchte natürlich erstmal alles kennenlernen und dann, ich kann nur versprechen, dass ich sehr, sehr fleißig sein werde und Vollgas geben werde und dann schauen wir, alles andere werden wir anschauen. Sie sind bekannt als Frohnatur, als einer, der auch mal lustige Sprüche drückt. Was dürfen wir da erwarten? Werden Sie sich ändern als Sportdirektor oder bleiben Sie der Hasan Salihamidžić, der Sie immer waren? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich genau so bleibe, wie ich bin. Das kann ich euch auch versprechen, aber werde auch natürlich meine Meinung, meine ehrliche Meinung auch jedem sagen. Ich habe natürlich das Glück, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß mir vertrauen und ich denen genauso. Wir können uns alles sagen und das ist das Wichtigste im ganzen Club, dass wir alle zueinander ehrlich sind. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Angestellte, viel mehr als damals, wo ich gespielt habe. Und wie gesagt, wir wollen, dass das genauso ist, wie das früher war oder dass das... wie ich schon gesagt habe, dass das ein besonderer Club ist, dass das für jeden von uns eine große Familie ist und da werden wir natürlich dran arbeiten, aber das ist sicher auch schon bei Bayern gegeben und wie gesagt, also ich freue mich auf die Aufgabe, wird sehr, sehr interessant. Sie sind ja noch ein sehr junger Sportdirektor und Sie pflegen auch ein teilweise freundschaftliches Verhältnis zu den Spielern des FC Bayern. Meinen Sie, dass sich an diesem Verhältnis irgendwas ändern wird, weil ein Sportdirektor muss ja auch immer eine gewisse Autorität ausstrahlen? Ja, ich denke, ich habe große Verantwortung, nicht nur für die Profiabteilung, sondern auch für die Nachwuchsleistungsakademie und für die Scouting-Abteilung. Und deswegen denke ich, dass, wie ich schon gesagt habe, dass wir uns, ich werde Sie respektieren und genauso die Spieler mich, aber da sehe ich überhaupt keine Probleme. Wir können über alles reden. Ich bin aber für die Spieler immer da, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die können mich immer erreichen, aber wie gesagt, wir müssen zusammenarbeiten, das ist das Wichtigste und deswegen habe ich da überhaupt keine Bedenken. Morgen und übermorgen steht ja der Audi Cup an in der Allianz Arena. Werden wir Sie da zum ersten Mal schon auf der Bank erleben und wie dürfen wir uns Sie da vorstellen? Werden wir sehen. Das kann ich, also ich werde auf jeden Fall auf der Bank sitzen, aber wie, so klar, ich muss erst mal schauen, wie das alles ist. Ist eine neue Rolle für mich. Ich habe früher auf dem Platz gestanden, selten auf der Bank. Aber
Ist natürlich eine neue Aufgabe, aber sicherlich werde ich mich auch da zurechtfinden. Ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen, deswegen kann sich jeder sicher sein, dass ich das auch meistern werde. Hassan, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.